Wie findet ihr Tattoos? Scheiße. Alles Kriminelle. Hi! Hi! Wir haben in einem unserer letzten Videos schon mal so grob über Tattoos gesprochen. Und dann haben wir auf Instagram gefragt, ob du Fragen hast zu Tattoos. Und da ist ein bisschen was zusammengekommen. Folge uns auf Instagram. Wir gehen jetzt mal die Fragen durch. Wir sind natürlich keine Experten, keine Tätowierer, haben auch nicht so viel Ahnung, sondern einfach nur unsere eigenen Erfahrungen. Und das meiste hat sich aber eh eigentlich auf unsere Tattoos bezogen. Eine Frage war, ob wir schon seitdem wir jugendlich waren, tätowiert werden wollten oder ob das erst später kam. Bei mir war es so, ich wusste das schon sehr früh. Ich fand das ziemlich früh schon ziemlich cool. So. Ich glaube, es geht vielen so. Ja. Aber ich durfte definitiv erst ab 18, da war meine Mama ganz strikt. Und da bin ich ihr auch sehr dankbar dafür, weil wenn ich mir mit 14, 15 Tattoo hätte stechen lassen, dann wäre das halt sehr hässlich gewesen und ich hätte es selbst bereut. Ich meine, das Gute ist, wir haben beide total offene Mütter. Entsprechend ist, glaube ich, relativ viel bei uns auch durchgegangen. Also so Piercings waren meistens dann schon okay, also gerade die, die jetzt nicht krass auffällig waren. Bei mir waren alle okay, weil meine Mama halt gesagt hat, die kannst du rausnehmen, aber ein Tattoo bleibt halt für immer. Und das wollte sie nicht verantworten und das kann ich voll nachvollziehen und ich würde es ganz genauso wie sie machen. Voll, weil so hat man einfach ganz viele Sachen machen dürfen, auf die man Bock hatte und wusste, okay, wenn Mama jetzt sagt nee, dann hat das irgendwie Sinn. Ja, und wie gesagt, mit dem Tattoo-Thema, das macht halt schon Sinn, dass man es erst ab 18 macht. Und auch das ist noch ein bisschen früh. Und ich finde es auch okay, wenn man es gar nicht macht. Die meisten hat interessiert, ob tätowiert werden wehtut oder wie schlimm der Schmerz ist und wo es am meisten wehtut und so weiter. Ich finde, es ist tagesformabhängig. Es ist abhängig von der Stelle und es ist einfach typabhängig, wie schmerzempfindlich man ist, wie die Schmerztoleranz ist und ob es einem das wert ist. Es ist halt letztlich eine Wunde, die man dem Körper zufügt. Ja, es ist danach auch wie eine Schürfwunde. Ja. Eigentlich, es brennt und es fühlt sich halt einfach an, als würde eine Nadel ganz oft in deine Haut reinstechen. Aber ich finde, das klingt jetzt brutaler. Also ich hatte jetzt immer relativ viel Glück. Mir tat jetzt kein Tattoo jetzt so wirklich weh. Das Schlimmste war, dass es ein bisschen doll geziebt hat. Aber ja, wie Sunny, ich glaube, da hat Sunny eigentlich schon alles zugesagt, dass es kann sehr wehtun, es kann aber auch echt voll entspannt sein. Je größer, desto schmerzhafter, ja, weil man dann einfach auch öfter drüber geht, schattiert und Farbe, ja, und so weiter. Und was ich am schlimmsten fand, war auf der Wirbelsäule. Und ich glaube, auch Farbe tut mehr weh als schwarz. Stimmt das? Das weiß ich nicht. Ich habe ein bisschen Farbe, aber das war auch nur schattiert und das war da habe ich jetzt keinen Unterschied gemerkt. Okay. Aber ich habe das auch schon mal gehört. Aber falls du ein Farbtattoo hast, schreib uns das gerne mal in die Kommentare, was da deine Erfahrungen zu sind. Wir wurden gefragt, wann genau wir unser erstes Tattoo bekommen haben. Wie alt warst du? Also ich habe meinen Termin vereinbart, da war ich noch 17. Und dann hatte ich so 3 Monate nach meinem 18. Geburtstag den Termin. Krass, ich konnte gar nicht abwarten. Ich dachte zwar auch, ich würde 18 sein, ich war aber letztlich tatsächlich 21, bis ich mir wirklich sicher war, was ich wollte. Was war denn eigentlich dein erstes Tattoo? Mein erstes Tattoo war an der Rippe, hier. Das habe ich mir zusammen mit meiner damaligen besten Freundin stechen lassen. Also wir haben das gleiche Motiv und das ist so unser Freundschaftstattoo. Bei mir waren es Lyrics aus einem Tokyo Hotel Song, 1000 Meere. Das wusste ich schon mit 14, dass das mein erstes Tattoo sein soll. Und das habe ich in der Handschrift von Bill und da war ich mir dann relativ schnell sicher, dass es das werden soll. Und dann können wir auch gleich weitermachen, weil viele wollten natürlich einfach auch wissen, welche Tattoos haben wir und ob sie eine Bedeutung haben und was für eine Bedeutung. Und also so pauschal könnte ich sagen, ich glaube, für mich hat jedes Tattoo eine Bedeutung. Ja, ich habe eigentlich keins, nur weil es schön aussieht. Aber ich finde, es geht so Hand in Hand, oder? Es kann einem ja auch was bedeuten, wenn es einfach schön ist und es einfach in die Zeit so passt. Mhm. Aber bei mir hat tatsächlich auch jedes meiner Tattoos eine Bedeutung. Und zwar? Oh Gott, das sind ganz unterschiedliche. Also ich habe ganz viele Schriften. Also bei mir ist alles in irgendeiner Handschrift von Personen, die mich inspirieren oder die mir einfach am Herzen liegen. Das meiste sind tatsächlich Lyrics. So habe ich viel angefangen von Tom und Bill, von Songtexten, weil mich Tokyo Hotel einfach viele Jahre begleitet hat. Ich habe mir aber auch von meiner Mami was aufschreiben lassen und von meinem Freund. Und mein neuestes Tattoo, das ist ein Hashtag, der steht für Social Media, für die ganze Online-Welt und das ist, glaube ich, auch ein großer Teil von uns und ja, deswegen habe ich den Hashtag am Fuß. Ich habe mir kurz nach meinem ersten dann auch schon das zweite stechen lassen. Also ich habe nach meinem ersten auch den nächsten Termin ausgemacht fürs zweite. Und das ist ein Bandlogo von einer meiner Lieblingsbands. Und da habe ich mir dann dazu noch die Autogramme raufschreiben lassen und dann tätowieren lassen. Direkt auf dem Rücken, ne? Ja, mit voll Freundinnen geil auch. Also das ist auch wieder so ein Gruppentattoo, weil wir da zusammen die Tour mitgemacht haben und so. Dann habe ich ein Tattoo, das eigentlich, ich weiß immer nicht, ob ich das aufzählen soll, weil das ist halt einfach nur hier ein Punkt. wie ein Muttermal.
Und ja, das hat halt auch was mit der Band zu tun. Und wie Sarah habe auch ich ein Tattoo in der Handschrift und zwar in der von Bill. Und von dem habe ich mir das Wort Träume aufschreiben lassen, weil mir das auch sehr viel bedeutet und es einen tollen Song von Tokyo Hotel gibt, der so heißt. Und dann habe ich mir in Tokio noch ein Furin stechen lassen, ein japanisches Windspiel, der halt auch für meine Zeit dort stehen soll. Unsere längste Tattoo-Session am Stück, also ich hatte noch nie so eine richtige Tattoo-Session, weil ich habe ja insgesamt eher kleine Motive. Ich glaube, das war das am Oberschenkel. Das hat ziemlich lange gedauert, so 2-3 Stunden. Bei mir gingen die meisten auch mega schnell. Das längste war bei mir mein erstes Tattoo, das waren 2 Stunden. Welches deiner Tattoos hat die tiefgründigste Bedeutung? Das kann ich nicht sagen, glaube ich. Also... Nee, oder welches mir am meisten bedeutet in dem Sinne. Vielleicht ja auch so, was ist dein Lieblingstattoo? Die Frage kam auch oft. Kann man ja nicht sagen. Weil das ist wie mit Kindern, man hat kein Lieblingskind. Weil man ja mit jedem einzelnen Motiv was verbindet. Eine gewisse Zeit oder ein Gefühl, eine Emotion, eine Person, whatever. Also ich hab's versucht, aber man fängt so bei einem an und kommt so ins Nächste. Und das, nee, kann man nicht entscheiden. Lieber Tattoos gut überlegen und ewig planen oder einfach spontan stechen lassen? Beides. Also ich finde, wenn es sich richtig anfühlt, ich habe jetzt kein richtig krass spontanes Tattoo, aber schon so, naja, 2 Wochen vorher dann so sich wirklich finally entschieden. Aber ich habe auch welche, die ich einfach schon seit Jahren in Planung habe und die ich unbedingt haben möchte und auch immer noch haben möchte. Und deswegen eigentlich lieber geplant, glaube ich, dann kann man sich besser freuen. Ja, also es kann, ich merke, dass es mit der Zeit ein bisschen spontaner wird. Also die Gedanken, die man sich dazu macht, werden irgendwann kürzer. Aber rein prinzipiell würde ich mir nie einfach so spontan, wenn es komplett fernabseits von jeglicher Vernunft ist, was stechen lassen, sondern eher immer erst überlegen. Ja. Habt ihr ein Tattoo, was ihr bereut, es gestochen zu haben? Nee, ich nicht. Du? Nee, überhaupt nicht. Also ich bereue kein einziges. Weil sie nicht spontan waren. Weil sie nicht spontan waren, genau. Aber mein spontanstes, das hätte ich vielleicht ein bisschen anders platziert, das am Rücken, im Nacken, das hätte ich eventuell ein bisschen weiter runter gemacht, weil ich dann kurz danach in der Situation war, dass ich Bewerbungsgespräche hatte und das halt einfach nicht abdecken konnte oder dann halt immer einen Kragen haben musste und mich in Schals eingewickelt habe, auch im Praktikum und so. Und dann dachte ich so, oh mein Gott, ich muss jetzt mein Leben lang mit Schals rumlaufen. Oh Gott! Es wird aber ja lockerer mittlerweile. Aber man sollte sich das wirklich gut überlegen. Also ich habe auch jetzt eigentlich nur Stellen, die ich abdecken kann. Und deswegen bereue ich es auch nicht so, weil ich mich da jetzt nirgends einschränke. Aber ich würde mir jetzt nicht schon die Unterarme und das Dekolleté und... nicht zu krass. Ja, sowas Kleines, aber ich meine jetzt halt... Also da bin ich jetzt noch nicht gefestigt genug beruflich und so weiter. Ich würde es nicht ausschließen, aber... Bereuen würde ich es, wenn ich mir dadurch irgendwie Steine in den Weg lege. Was ich auch immer ganz spannend finde, ist generell, wenn man sagt, es geht ja mit deinem Träumer genauso, man hat sich irgendwas von einer Band oder so tätowieren lassen, ist meistens eigentlich die erste Frage, oh Gott, bereust du es? Ja. Auch wenn man die Band irgendwann nicht mehr feiert, das kann halt einfach mal vorkommen. Aber man verbindet das ja doch nochmal irgendwie mit der Zeit und nicht nur mit der Band so. Ja, und vor allem Fangirls werden es verstehen. Also ja. Das prägt einen halt, Musik prägt einen und die ganzen Erlebnisse. Und das steht ja dann nicht nur für die Band, sondern für die Leute, die man dadurch kennengelernt hat. Für die Konzerte, auf denen man war, für die, ja, dafür, wie einem die Musik auch geholfen hat. Und einfach auch der Moment eventuell, wie glücklich man einfach in gewissen Situationen war, die man eben mit diesem Tattoo verbindet. Und deswegen, nein, wir bereuen nichts. Und passend dazu auch die Frage, würdet ihr euch eher ein Tokyo-Hotel oder ein Hairo-Tattoo stechen lassen? Also, obviously, Tokyo-Hotel war das. Haben wir schon beide. Ja. Zu Hairo ist jetzt bei mir nichts geplant. Same. Aber sag niemals nie, ne? Aber eigentlich, nee. Also, wüsste ich gerade nicht, aber... Da habe ich noch andere vorher auf der Liste. Ich habe so eine Liste in meinem Handy mit den Tattoos, die ich haben will. Heiko und Roman sind ja auch tätowiert und deswegen kamen natürlich auch Fragen zu ihrem Tattoo. Ja, würden wir uns auch den Dino tätowieren lassen? Nein. Nein, Tattoos klauen ist scheiße. Sollte man nicht machen. Aber den Dino finden wir ziemlich cool. Also ich voll. Ich finde auch generell, man sollte nicht unbedingt andere Tattoos so bewerten. Weil ich mag das auch überhaupt nicht, wenn mir da jemand reinredet. Weil gestochen ist gestochen und es hat für jeden, der sich ein Tattoo stechen lässt, meistens eine Bedeutung. Ich finde, man soll es nicht negativ bewerten. Entweder man findet es cool oder es kann einem halt egal sein. Ja. Außer es ist irgendwie was total politisch unkorrektes oder... Oder ein Fuß. Also nicht ein tätowierter Fuß, sondern... Nee, das nehmen wir raus. Nee. Alter, du hast Füße, ne? So schlimm ist es gar nicht. Lügen darf man nicht sagen, nur weil die Kamera an ist.
Wo es allerdings okay ist, ein Tattoo zu klauen, ist, wenn man ein Freundschaftstattoo hat und sich das einfach gemeinsam entworfen hat. Ja, wir haben sowas noch nicht, aber wir haben es vor. Wir wissen noch nicht genau, welches Motiv und aber wir wissen schon, wer der Tätowierer sein soll, denn wir wollen uns unbedingt gegenseitig tätowieren. Oh ja. Das ist so cool. Ich habe so Bock drauf. Ich weiß gar nicht, worauf ich mehr Bock habe. Selber zu tätowieren oder von dir tätowiert zu werden. Also ich finde es irgendwie cool, beides so. Also es ist halt beides so ein harter Adrenalinkick. Man weiß einfach, das, was man da jetzt gerade dem anderen antut, das bleibt für immer. Mhm. Und das ist so voll die Verantwortung. Und dann denken sie ja... Aber irgendwie auch geil, dass der andere einem so vertraut. Weil man, also ich weiß ja selber, wie geil ich es finde, dass du das machen würdest. So. Ja. Und deswegen, ja. Aber, also, auch das sollte man sich gut überlegen. Und, das haben wir jetzt auch schon seit 3-4 Jahren oder so im Kopf, also. Und ich muss dazu sagen, ich habe ja auch schon ein Freundschaftstattoo eben und habe mit der Freundin nicht mehr viel zu tun und ich bereue es trotzdem nicht. Und deswegen weiß ich auch, deswegen dass kannst du es auch mit mir machen. Genau, eine nach der anderen. Könntet ihr euch ein Leben ohne Tattoos vorstellen? Schon eigentlich, aber das wäre halt für mich nicht so schön. Okay, also für mich auch uneigentlich, ich kann es mir vorstellen und ich bin froh, dass ich sie habe, aber ich bin jetzt nicht darauf angewiesen und die machen mich jetzt nicht zu einem besseren Menschen oder nee, so. Nee, also man identifiziert sich nicht über seine Tattoos, aber man mag sie einfach sehr gerne. Ja, aber es ist letztlich halt einfach dann doch Schmuck irgendwie. Und die Bedeutungen trage ich ja für mich und die könnte ich mir jetzt auch in mein Tagebuch schreiben und mir mal wieder durchlesen. Also hättest du das mal vorher gesagt? Ja, sorry Papa. Wollt ihr euch noch mehr stechen lassen? Ja, yes. Ich habe eine ganz lange Liste, wie schon gesagt, und es macht süchtig, definitiv. Ja. Und ich glaube, man findet einfach nicht den Punkt, wo man sagt, jetzt habe ich alle, die ich haben will. Nee. Wobei es ja heutzutage schon fast eigentlich cooler ist, wenn man keins hat, ne? Stimmt, weil irgendwie jeder Vogel mittlerweile ein Tattoo hat. Eine Frage, die auch sehr häufig kam, war die Frage nach dem Preis. Und da haben wir beide eigentlich die gleiche Meinung. Klar ist Preis was, worauf man eigentlich immer schaut, aber don't do that with tattoos. Ja. Es gibt so viele andere Dinge, auf die du erstmal schauen solltest. Ist der Tätowierer einer, den du vertraust? Fühlst du dich wohl mit ihm? Wie ist sein Tattoo-Stil? Passt es zu deinen Vorstellungen? Das Letzte ist eigentlich der Preis. Sympathie weil ist auch ein großer Preis. Komplett. Ich, weil man macht sich ja nackt vor ihm auch teilweise. Ja. Also nicht am falschen Ende sparen. Such dir ein Studio aus. Du kannst ja online schauen, was die schon so gestochen haben, wenn es dir gefällt. Und sprich einfach mit dem Tätowierer oder der Tätowiererin. Er kann dir meistens schon ganz grob für, wenn du mit deiner Idee hingehst, sagen, was es kosten wird. Ich habe jetzt versucht, das so zu verpacken, dass es nicht so rüberkommt, als wäre es das Tollste und Beste, tätowiert zu sein, sondern es sind einfach nur unsere Erfahrungen und wir lieben es, tätowiert zu sein, aber es ist auch voll cool, wenn man sich dagegen entscheidet. Das ist auch momentan, glaube ich, eh so ein Ding, dass voll viele weder tätowiert noch gepierst sind und es ist vollkommen okay. Keiner ist cooler, weil er tätowiert ist oder weil er untätowiert ist. Dich machen ganz andere Sachen aus. Und jetzt schreib du uns mal deine Gedanken zu Tattoos in die Kommentare. Also so alles Mögliche, ne? Also hast du ein Tattoo? Möchtest du eins? Möchtest du keins? Warum? Was findest du schön? Was findest du nicht schön? Schreib uns einfach mal deine Meinung. Und danach kannst du dich hier mal anschauen, ob wir mehr Fans von Tattoos oder von Piercings sind. Und hier findest du ein weiteres und allgemeineres Instagram Q&A. Tschüss! 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 Ansonsten wirst du niemals eine Chance haben. Komm, wir machen das hier. I'm forever!